Für diese Menschen sind die Diener der Rune Helden, keine Monster. Sie folgten einst zwei berühmten Runenkriegern. Der alte Aeda dort ist ihr Anführer. Sprich mit ihm. Er will dir bestimmt eine kleine Rede halten. Wir warten so lange. Questbuch aktualisiert. Der Widerstand. Ja, haben wir hingekriegt. Der Kampf um Miratur. Wenn wir die Stadt Miratur mit Hilfe der Runenkrieger und der Armee des Widerstands angreifen. Der spricht mit Aeda im Flüchtlingslager. Der alte Aeda ist wohl der Anführer der Flüchtlinge. Er weiß genaueres, was jetzt zu tun ist. Erstmal holen wir uns aber den Seelenfels. Ja, Miratur Sumpf, da haben wir gestartet und jetzt sind wir im Flüchtlingslager. Und reden mal mit ihm. Willkommen, Runenkrieger. Leider kann ich euch wenig Bequemlichkeit bieten. Wir haben hier nur das Nötigste. Lass gut sein. Grimm sagte, ihr führt diese Leute an? Sie hören manchmal auf mich, aber seit Grimm hier aufgetaucht ist, immer weniger. Wer folgt nicht lieber einem jungen Krieger als einem alten Mann? Früher folgten wir Leuten wie euch. Runenkrieger haben uns befreit und Runenkrieger haben den Widerstand gegründet. Ja, und da hinten steht der Zwillingsbruder. Was ist dieser Widerstand? Vor allem geflohene Sklaven, die sich vornahmen, andere zu befreien, die weniger Glück hatten. Sklaven? Von wem? Miratur war einer der Umschlagplätze für Sklaven in Urgard. Die Orks und Trolle der umliegenden Stämme kamen oft hierher, um frische Sklaven zu kaufen. Die meisten hier waren Sklaven, Gefangene aus Fiara oder verschleppte Seeleute. Schuften für die Orks und ein früher Tod war das Schicksal, das uns erwartete. Aber nach der Schlacht um Fiara tauchten Dunhan und Rehovis hier auf, freie Runenkrieger. Sie befreiten viele von uns und lehrten uns das Kämpfen. Damit war der Widerstand gegründet. Als Waldläufer kämpften wir aus dem Verborgenen gegen die Sklaventreiber, bis die Runenkrieger sich zerstritten und der Widerstand zerbrach. Würden mir diese Leute folgen, weil ich ein Runenkrieger bin? Nein, selbst Grimm kann sie nicht zum Kampf überreden. Sie würden nur Dunhan und Rehovis folgen. Also ist es meine Aufgabe, sie zurückzuholen? Ja, nehmt Grimm und Lena mit euch und sucht nach Dunhan und Rehovis. Willit war ein getreuer Dunhans. Er weiß, wohin Dunhan sich begeben hat. Gut, ich werde mit Willit sprechen. Ja, Willit ist er hier. Mal gucken, was die Kiste hier gibt. Oh, Milizhelm ist ja schon mal ganz praktisch, dass wir schwere Rüstungen geskillt haben. Können wir den gleich schon mal aufsetzen. 4 Stärke und 7 Rüstung mehr. Was haben wir noch? 2 Händler. Bleischerbeil. Ja, brauchen wir nicht so dringend. Was ist mit dir? Du verkaufst die einfachsten Zauber. Das war's auch schon großteils. Du verkaufst nur... ja. Ist hier noch ein Händler, den ich übersehen hatte? Nicht so wirklich. Ah, aber da ist noch eine Truhe. Mal gucken, was ist in der? Alte Leder. Was trage ich gerade? Die ist besser, aber kann ich leider nicht tragen. Noch nicht. Okay, bevor wir jetzt mit Willit reden, erst einmal. Ja, Willit war ein Gefolgsmann Dunhans, einer der Runenkrieger, die den Widerstand anführten. Er weiß, wo sich Dunhan aufhalten könnte. Das ist unser erster Runenkrieger, also den wir holen müssen. Werfen wir aber mal erst einen Blick auf unsere Runentafel. Da steckt schon von jeder Arbeiterklasse eine Rune Stufe 1 drin. Wenn wir es uns so ansehen, wir haben schon sehr viele Baupläne. Anders als in Order of Dawn, wo alles nach und nach kam, haben wir hier schon ziemlich viel. Gerade zum Beispiel bei Menschen
Da fehlt zum Beispiel gerade nur der Paladin. Bei Zwergen fehlt der Älteste, wenn ich richtig sehe. Elfen und Orks fehlt ein bisschen mehr. Trollen auch und dunkle Elfen. Gut, da haben wir schon recht viel. Was wir aber jetzt mal machen müssen kurz, was ein paar Minuten dauern kann, ist sortieren. Weil alles ist total durcheinander. So. Mentalist, Hypnotist, alles geordnet. Jetzt hier oben. So, so. Und das mal ganz nach hinten packen. Wo ist das Nahrungs... wo ist die Schmelze? Die ist da. Oh, Fischerzunft. Ja, die können wir dahin packen. Das da noch. So. Was irgendwie fehlt bei den Menschen gerade, was ich so sehe, ist das kleine Haupthaus, nicht das kleine Haupthaus, den Verteidigungsturm. Kleines Haupthaus ist hier. So, so, so. Moment. Ach so, das ist der Aria-Schrein. Ja. Na gut, dann kommt der Aria-Schrein dahin. Tempel des Lichts. Rüstkammer. So. Dann sind die schon mal sortiert, die Menschen. Machen wir bei den Zwergen weiter. Steinbruch. Wo ist der Steinmetz? Der ist da. Mine Schmelze und die Mondsilberhalle. Achso, ja. So, Steinbruch, Steinmetz, Mine, Schmelze, mittleres Haupthaus, Schmiede. Ja, so, da sind die Zwerge. Sortiert. Elfen. Sollte auch recht schnell gehen. Meisterholzfäller hierhin. Wo ist der Förster? Noch nicht vorhanden, so wie das aussieht. Nee. Ah doch, da ist der Förster. Da ist hier die Sägemühle. Dann brauche ich den Bärensammler. Nahrungslager an ihr hin. Lenia-Sammler. Jagdhaus, okay, dann kommt der eins dahin, weil die Jägergilde ist auch noch Nahrungssammler. Kleines Haupthaus. Waffenkammer, Elenhain, Eisenlager. Ist doch, ich habe für mittleres Haupthaus bereits zwei Gebäude. Aber noch nicht das mittlere Haupthaus. Okay, Orks ist recht wenig.
Ballenschnitzer und Schamanenhütte, ja. Und auch kein kleines Haupthaus. Trolle. Haben wir auch nicht viel. So rum. Dunkelelfen haben wir etwas mehr. Assassine nach vorne. Da fehlt der Havoc nur. Also ja, da haben wir recht viel. Steinmetz. Dahin. Schmiede können wir mal kurz da hinten packen. Schmelze. Ein Nahrungsgebäude. So. Kleines Haupthaus und mittleres Haupthaus. Dann die Schmiede, die kommt hier hin. Onyxturm stimmt. Schwarze Schule. Ja. Na, können wir das Arcanum noch austauschen, so. Okay. Jetzt speichere ich schon einmal, dass wir das jetzt alles gemacht haben. Nicht, dass wir das nochmal machen müssen. Let's play. So. Und dann können wir jetzt mit Willit reden. Oh, Runenkrieger spricht mit Willit. Große Ehre für Willit. Aeda hat mir erzählt, dass ihr ein Gefolgsmann Dunhans wart und wüsstet, wo er zu finden ist. Dunhan, ja, Willit sein Diener gewesen. Großer Krieger und König. Und Runenkrieger, so wie ihr. Wo finde ich ihn? Oh, Dunhan war böse auf Reovis. Böse auf Aeda. Böse auf Willit. Armer Willit. Dunhan fortgegangen im Zorn. Ihr ihn suchen werdet? Das werde ich, sobald ihr mir endlich sagt, wohin er gegangen ist. In die Sturmfelsen, zu den Kita, dorthin er gegangen ist. Dem Weg nach Norden ihr folgen müsst, dann nach Westen. Dort oben ihr finden ein Portal, das bringt euch in die Sturmfelsen. Aber langer, gefährlicher Weg durch den Sumpf bis dahin. Okay. Ja, da ist das Sturmfelsenportal aufgeploppt. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte erhalten und die Suche nach Dunhan. Nach Norden also. Dunhan hat sich im Wieder ein Marsch durch diesen Morast. Mhm. Soll ich dich tragen? Du trägst gleich eine Narbe, wenn du nicht auf dein Mundwerk aufpasst. Wir sind freundlich zueinander. Dunhan hat sich im Streit vom Widerstand getrennt und ist in die Sturmfelsen gezogen. Begebt euch in die Sturmfelsen durch das Portal im Nordwesten. Folgt Willits Beschreibung vom Dorf nördlich durch den Sumpf. Da immer nach Nordwesten passiert das Portal zu den Sturmfelsen. Mhm. Gut, hinter uns ist schon die Hälfte wieder abgedunkelt. Oh, und wieder ein Felswerfer. Mit dem müssen wir aufpassen. Vorsicht, Gegner! Das ist ein Hinterhalt!
standhalten, Männer! Ich frage mich nur, ob wir das Richtige tun, Grimm. Wir tun etwas, das ist wichtig. Okay, noch ein Schwertkämpfer und Beulenmacher.